Und hallo und willkommen zurück zum Let's Show von Civilization 5, zweite Folge. Ja, in der ersten Folge habe ich euch den Beginn des Spiels mal gezeigt und in dieser Folge zeige ich euch Fortführendes. So. Ich weiß noch nicht, welche Einheit ist. Ja, ganz klar. Die Einheit greife ich an, weil die sind gerade stärker. Ja, noch stärker, weniger geschädigt als die Rechten da. So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Erforschung des Rades und bei dieser Einheit hier im Bedrängnis. Aber die wagen es gar nicht, mich anzugreifen. Vielleicht haben die gemerkt, dass es einfach sinnlos ist. So, ja, jetzt wird es ein bisschen öde vielleicht. Weisheit und weil ich mich jetzt mehr auf, ja, ne, darauf konzentriere, zu forschen und, ja, das Land zu erkunden. So, die letzte Einheit hier und meine Bogenschützen werden stark. Ich liebe Bogenschützen-Einheiten, die, ja, im Vergleich zu Nahkampfeinheiten haben die immer einen gewissen Reichweitenvorteil. Zufällig und so, ganz zufällig. Oh oh, ein Gegner in der Nähe. Aber die Stadt kann sich wehren. Was gut ist. Werden wir eventuell hier noch. Ich sehe. Die. Wir können nicht an Sejong an Korea vorbei. Da. Feinde. Okay, ich würde mal sagen, unsere erste diplomatische Tätigkeit ist es, Sejong zu fragen, ob wir durch sein Land reisen dürfen. So, offene Grenzen. Ist das in Ordnung? Er will Gold dafür. Na gut. Ja, er ist nicht auf den Kopf gefallen. Er weiß zu verhandeln. So, jetzt brauchst du unbedingt Kalender, weil hier Färbemittel, hier Bananen. Ja, das sind alles nützliche Dinge, die man über Plantagen bekommt. Beziehungsweise bei Bananen bin ich mir noch nicht mal ganz sicher. Schauen wir da mal gerade nach. Haben wir da die Möglichkeit dazu. Da sind wir auch gleich. Bananen. Ja, Plantagen, genau. Also mit Kalender können wir Bananen sammeln. Nein, Leute, ihr sollt nicht! Oh Gott. Aber egal. Sie kriegen etwas Schutz von den unserer Kriegereinheit. Sobald ich einen neuen Siedler bauen kann vor allem, ne? Hole ich mir dann auch, ja, baue ich hier dann irgendwo noch eine Stadt. Und wir haben ein Barbarenlager vernichtet. Und wir haben eine Bautrupp-Einheit gefunden, die wir entweder Korea wiedergeben können oder behalten können. Bautrupp brauche ich. Diesmal behalte ich ihn zufällig mal. Sonst gebe ich die Einheiten immer zurück, um mich gut zu stellen mit den Zivilisationen. Aber in diesem Fall behalte ich den mal, weil er mir nützlich sein kann. Und Kalender ist erforscht. Sehr schön. Genau rechtzeitig. Dann schicke ich mal die Einheit wieder zurück. Die Bautrupp-Einheit. Und jetzt Steinmetzkunst brauchen wir auch noch. Ja, ich hole mir erstmal alle Wissenschaften, die ich brauche. Und ja. Rücke dann später weiter vor in der Epoche. Das zeige ich euch mal, indem ich den Technologiebaum öffne. Hier seht ihr schon, das sind alle Technologien, die man im Laufe der Zeit bekommt. Bis hin zu denen, die man braucht. Also hier für dieses Raumschiff. Ach, ich sehe gerade auch, man braucht schon auch sogar was aus der Zukunft, okay. Ja. Was sind die wichtigsten Wissenschaften?
da zeige ich es euch. Und zwar sind das einmal Satellitentechnologie, Robotertechnik, Teilchenphysik, Nanotechnologie. Ja, das sind ungefähr die wichtigsten, würde ich sagen. Warum sind das die wichtigsten? Ganz einfach, weil man mit denen anfangen kann, das Raumschiff zu bauen. Nur mit denen kann man das dann machen. Außerdem bei Satellitentechnologie kriegt man einfach mal so die gesamte Karte. So. Hier, fortgeschrittene Ballistik, kann man nebenbei mal eben die Atomrakete bekommen. Auch sehr wichtig natürlich ist für eine militärische Spielweise Verbrennungsmotor. Ganz wichtig, unbedingt vormerken, weil wegen Panzer und so und Zerstörer und so. Panzer sind und bleiben eine der stärksten Einheiten im gesamten Spiel. Es gibt sogar noch einen besseren, der Kampfpanzer. In Civilization Revolution für die PS3 ist der Panzer, der einfache Panzer, das Beste, was man bekommen kann. Da gibt es halt noch den Sherman-Panzer der Deutschen, der auch noch ein klein bisschen besser ist. Ich glaube, die Amerikaner hatten auch einen veränderten Panzer, oder? Müsste ich nochmal gucken. So. Ihr seht es schon. Hier Lenkraketen, Tarnkappenbombe. Also, wenn man ganz weit fortgeschritten ist, dann geht's ab. Militärisch. So. Und mit meiner Bogenschützeneinheit gehe ich jetzt weiter und gucke mich mal jenseits von Korea um. Und hier ist ein Naturwunder. Wunderbar. Ein Naturwunder entdeckt zu haben ist immer ein Vorteil. Denn jedes entdeckte Naturwunder bringt ein bisschen Zufriedenheit. Und wir sehen uns hier um. Eine Produktion wählen. Gerne doch. Erstmal abballern. Was, das war alles? Glaube nicht. Ja, was wird hier gebaut? Der Kornspeicher ebenfalls. 8 Runden brauchen wir noch. Und dann haben wir das erste Weltwunder gebaut. So, ihr seht es schon. Da wurde ganz kurz das Symbol angezeigt für... da kannst du was machen. Mit dieser Einheit. Glücklich seid ihr, da eure Mauern schon wachsen. Von Wörzel. So, Steinmetzkunst ist beendet. Was könnten wir jetzt noch gebrauchen? Steinmetzkunst habe ich mir jetzt geholt für hier, Stein. Was könnte ich mir jetzt noch holen? Oh, die Reiterei wäre natürlich ein großer Vorteil. Ich nehme... nehme ich Bauwesen... Die Reiterei eben. Oder die Optik vielleicht. Oder Fallenstellen. Ich habe nichts, was Fallenstellen benötigt. Oder Bronzeverarbeitung für eine bessere Einheit, die Speerkämpfer. Wir haben auch keine Pferde in der Nähe, deswegen nehme ich erstmal doch Philosophie. Warum Philosophie? Ganz einfach. Philosophie ist die erste Wissenschaft aus der Klassik, die ich erreichen könnte. Eine der ersten, wie ich sehe. Ich könnte schon mehrere erreichen. Oh, da haben unsere Freunde auch Probleme. Da helfe ich dann gerne einfach mal. So. Sehr schön. Unsere Kriegereinheit ist jetzt auch kampfbereit. So, dann würde ich sagen, sorge ich hier erstmal für... Nee? Ja, müssten etwas... Wir können wohl einfach nichts mehr machen. So. Okay, jetzt aber. Ja. Seine Planaks werden da schön bekämpft. Na gut, Planaks sind es noch keine. So, hier. Könnte ich jetzt eine Plantage richten? Das bringt mir Nahrung und Gold, aber -1 bei Produktion. Das nehme ich noch hin, da ich ja gleich hier dann die Steine abbauen kann und dann sollte das besser laufen. So,
Okay, eine neue Sozialpolitik. Dann nehme ich diesmal Staatsbürgerschaft und habe eine weitere sonst eine tolle Einheit. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Habe ich die Steinmetzkunst bereits? Ja, müsste ich es haben, oder? Ja, Steinmetzkunst. Dann müsste ich den Stein da oben abbauen können. So, nächste Runde. Jetzt baue ich hier erstmal schön mein Land aus. Was bringen diese Verbesserungen? Ja, ganz einfach, verschiedene Verbesserungen und so. Und hier sehe ich gerade, habe ich eine sehr beschissene Position bekommen, gewählt. Dafür aber mache ich jetzt dieses Kampfschiff platt. So. Blub, blub, blub. Ja, genau. Hier kann ich die Produktion, die ich da verliere, wieder reinholen. Und somit habe ich dann keinen Nachteil mehr. Oh oh, meine Einheit schrumpft klein bisschen zusammen. Wir sind eine der wohlgenährtesten Nationen. Das ist cool. So. Können wir sie angreifen? Ja! Und damit ist auch dieses Schiff vernichtet. Ist alles nur ein Vorteil. Bibliotheken sind wie Schreine, wo alle Reliquien der Heiligen vergangener Tage voll der wahren Tugend ruhen und bewahrt werden. Und zwar ganz ohne Irreführung und Betrug. Ein Zitat von Sir Francis Bacon. Ja, unser erstes Weltwunder ist gebaut. Ich vermisse die Zeiten von Civilization 2, wo jedes Weltwunder noch ein ganzes Video bekam. Das war cool. Dieses Bild ist aber auch schon schön. Aber irgendwie vermisse ich die Zeiten, wo es, wie gesagt, ganze Videos gab. Und hier eine freie Technologie für uns. Ich nehme als freie Technologieauswahl. Ja, was nehme ich denn? Philosophie habe ich sowieso gleich. Nehme ich irgendwas noch aus der Antike mit? Wie zum Beispiel Fallenstein oder Bronzeverarbeitung? Oder nehme ich noch ein zweites aus der Klassik? Ja, ich denke, ich nehme noch was mit. Nehme ich mit noch aus der Klassik. Nicht ganz einfach. Ich nehme die hängende Gärten mit. Die Mathematik ist Tor und Schlüssel zu den Wissenschaften. Die hängenden Gärten kann ich dadurch bauen. Willkommen in der Klassik. Genau. Wir sind jetzt eine... Ja, wir sind jetzt eine Epoche weiter und sind jetzt in der Klassik, wie er sagte. So, damit hat übrigens auch Babylon gleich eine Bibliothek bekommen, natürlich. Was so viel bedeutet wie super Sache. Ich kaufe mir übrigens zwei Geländefelder. Ist teuer, ich weiß, aber das sind beides Felder, wo Perlen zu finden sind. Und wenn ich jetzt, ein Arbeiterboot baue, dann kann ich die Perlen dann abgrasen. Die sollten große Vorteile für uns bringen. So. Es gibt nur ein einziges Gut für den Menschen, die Wissenschaft. Und nur ein einziges Übel, die Unwissenheit. Sokrates. So. Dann würde ich sagen, erledigen wir noch ein gegnerisches Barbarenboot. Die sind hier wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit über damit beschäftigt, hier ein Barbarenboot nach dem anderen zu zerstören. So, ihr seht, es ist schon Fallenstellen, Bronzearbeit ganz schnell bekommen. Und hier, das ist eine dieser Aufgaben. Florenz will, dass wir Sydney vernichten. In der Regel mache ich diese militärischen Sachen nie, außer ich bin militärisch, dann mache ich sie. Aber ich bin so gut wie nie militärisch. Ich nehme immer wieder entweder
ja, was nehme ich in der Regel immer? Kultur versuche ich anzustreben. Oder eben, wie hier, Wissenschaft. Das sind meine Lieblingssiegarten. Zumal das System von Bündnissen hier anders ist als in Teil 4. Und in der rechten trug er den Speer. 11 Ellen an Längen und vorn an dem Schafte blinkte die bronzene Schärf, umlegt mit goldenem Ringe. Homer, das ist ein... ich hab das noch nicht entdeckt, aber das ist aus Homers Ilias. Der Satzteil ist nicht genau so, ist anders geschrieben, aber der Sinn ist derselbe. Ja, die Ilias, ein schönes Buch. Habe ich gelesen, allerdings nicht ganz fertig geschafft. Ja, ist ein Buch, da muss man sich wirklich Zeit nehmen und ich hatte da noch, lass mich lügen, 3 andere Bücher, die danach noch kommen sollten. Da stand ich unter Druck und deswegen habe ich das Buch nicht geschafft. Außerdem war es nur aus der Bibliothek ausgeliehen. So, ja. Da hinten ist auch ein Boot. Okay. Wer wirklich, wer mal lesen, wer dieses Buch lesen will, sollte unbedingt mal danach. Ja, der soll es lesen, ne? Na, ich wollte sagen, schaut ruhig mal nach dem Buch, halt mal nach dem Buch Ausschau. Ein tolles Buch, wie ich finde. So, bringt es was, wenn wir hier... Ja, so ein... Okay. Hier einen Bauernhof errichten. So. Damit wir die sehen können. Mit unseren Bogenschützen. Und erledigen können. So. Ja, ich bin selbst schuld. Ich habe wütende Barbaren angestellt. Oh! Die Pyramiden wurden in einem anderen Land gebaut. So. Hier. Perlen bringen nicht nur eins Nahrung, sondern auch eine neue Handelsnetzressource. Ja, was hat es mit diesen Ressourcen auf sich? Diese Ressourcen bringen ja Zufriedenheit. Ich zeige euch das mal. Hier, ihr seht es schon. 8 Zufriedenheit aus dem Besitz von mindestens einer Ressource, mindestens einem Luxusgut. 4 aus Perlen und 4 aus Färbemittel. Ja. Das heißt, jede Ressource, die wir besitzen, bringt 4 Zufriedenheit. Mindestens eine. So, hier werden jetzt gebaut. Mal sehen. Ach, sieh an mit diesen Tasten. Okay, das wusste ich gar nicht. Ne, ja, das Mausrad an meiner Maus, habe ich ja schon, glaube ich, gesagt, funktioniert nicht und die Maus hat aber 2 Zusatztasten, die dieselbe Funktion haben. Oder ich glaube, ich habe so eingestellt, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich werde jetzt hier bauen. Der Koloss. Ja, eindeutig der Koloss. Weil der bringt mir jetzt gleich viel, wenn ich mir noch mehr Geländefelder, mehr Wassergeländefelder kaufe, bringt er mir richtig viel. Weil pro Geländefeld, das bewirtschafte aus Wasser, ja, pro Wasserfeld, kriegst du 1 Gold mehr. So. Sehr schön, meine Arbeiter sind endlich da. Angelangt, wo sie hin sollen. Selbst wilde Bestien und Wandervögel geraten nicht zweimal in dieselbe Falle oder dasselbe Netz. Sankt Hieronymus. Der Name sagt mir was. Ist wahrscheinlich ein Name, den ich vor Urzeit mal gehört habe und dann nicht mehr zuordnen konnte. So. Jetzt nehme ich eindeutig das Bauwesen. Und ich sehe. Übrigens, ich hoffe, die Tastatur klappert nicht so arg. Ich nehme eine neue Tastatur. Eine USB-Tastatur diesmal. Meine letzte Tastatur, die ich die ganze Zeit verwendet habe, war eine PS2-Anschluss-Tastatur, also noch eine der alten. Hat gereicht, also, ne? Und ich sehe, meine Krieger haben hier wenig Songs, deswegen halte ich sie erstmal
da und warte auf meine Bogenschützen, die dann hier eindeutig viel mehr reißen können. Bringen sie bis hier hin, da können sie nicht mehr angegriffen werden. So. Oh nein, das Stonehands. Oh. Das wollte ich unbedingt haben. Verdammt. Ja, was bringt mir das Stonehands? Keine Ahnung. Müsste ich nochmal gerade nachgucken. Ich vergesse es immer wieder mal. Kann ja passieren. Wo sind sie? Wo sind sie? Die... Na? Da, die Wunder. Wunder der Antike. Und zwar... Stonehands war das, ne? Ja, genau. Wupp. Bringt 6 Kultur und einen großen Ingenieurspunkt. Genau. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Viel wichtiger ist aber das Orakel sowieso. Das Orakel bringt nämlich eine freie Sozialpolitik, wenn es mich nicht irre. Bauwesen. Dinge sind bei einem Gebäude zu beachten. Dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Johann Wolfgang von Goethe. Hab auch schon was von ihm gelesen. Ja. Und zwar... Die Leiden des jungen Werther. Was kann es auch anderes sein? Eines der bekanntesten Bücher von ihnen. So. Und das habe ich gelesen, als ich 12 war? Nee, 12 nicht. 14, 15 war. Ungefähr. Vor Jahren. Das war ich auch nicht mehr alles aus dem Buch. Ich müsste jetzt nochmal lesen, um wieder aktuell zu sein. So. Die Einheit kann jetzt da nicht viel reißen, solange das Schiff da ist und so. Deswegen sage ich Bereitschaft. Eine Einheit in Bereitschaft bekommt einen Verteidigungsbonus. Und ich sehe gerade, vielleicht schaffe ich es, ihm ein bisschen Land madig zu machen. Oh, mein Reißen ist gerade sehr laut, warum auch immer. Das gefällt mir nicht. So, Bibliothek hier. So. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich, ihm hier ein bisschen Landmadex zu machen. Das wäre gut, weil sonst machen das immer meine Gegner mit mir. So. Das wird ihnen auch nichts bringen. So. Zumal sie nichts für die Schaden angerichtet haben. So. So gut wie weg. Und die schicke ich jetzt nach vorne. Mehr oder weniger. So, Eisenverarbeitung gehört gleich uns. Ah. Warte mit dem Schlagen nicht, bis das Eisen heiß ist. Erhitze es durch Zuschlagen. So, ich weiß gar nicht, warum mein Rechner so laut ist. Ich hoffe, ihr hört's nicht. Was ist mit meinem Rechner? Beziehungsweise, da ist was passiert. Was sehr Blödes. Ich weiß nicht warum, aber sämtliche der hinteren USB-Anschlüsse und der PS2-Anschluss funktionieren nicht mehr. Das ist der Grund, warum ich jetzt eine USB-Tastatur verwende und nicht mehr meine andere. Ja. Und auch dadurch, dass meine Maus an den Anschlüssen hing, als die kaputt gegangen sind. Ich weiß nicht, wieso. Hat die Maus einen Wackelkontakt bekommen und funktionierte nach einer Zeit gar nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt nur neu bestellt. Das ist auch der Grund, warum es erst nächste Woche richtig weitergeht mit Let's Plays. Ja. Ich habe mir eine G400 bestellt, der Nachfolger der MX518, die ich so gerne verwende. Aber jetzt gehen wir auf die nächste Wissenschaft. Und zwar Währung. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin mitgekommen und ich habe alles soweit gut erklärt. Wenn
Genau, das würde mich freuen, wenn ihr das machen könntet. So, die Bodeneinheit wird versenkt. Sehr schön. Und die Einheit kann befördert werden. Das ist schön. Drill 1. So. Ja, ich hoffe, ich habe soweit alles erklärt. Gut. Ich habe beschlossen, ich mache 2 Folgen. Da es, ja. Im Moment, da ich denke, ich habe alles soweit erklärt. Moment, mein Stuhl wieder mal. Ihr kennt das ja aus meinen anderen Let's Plays. Ja. Wenn noch Fragen bestehen, wenn ich irgendwas vergessen habe, sagt es nur. Ich mache dann einfach noch eine Folge dafür. So, und jetzt machen wir die Barbaren hier endgültig platt. So, und können dann wahrscheinlich auch mit den Bogenschützen das Boot kaputten. So, das nehme ich auf jeden Fall. Plus 1 Zufriedenheit für jede Stadt, die mit der Hauptstadt verbunden ist durch einen Handelsweg. Und minus 5% Unzufriedenheit von Bürgern in nicht besetzten Städten. So. Das bedeutet, ich mache dann direkt, sobald möglich, eine Verbindung. So. Und jetzt noch. Keine Ahnung, warum die das nicht können. So, ich lasse die mal heilen. Mach dann das Boot putt mit meinen Bogenschützen. Und lass die dann auch heilen. Dann sollen die sich wieder auf Reisen begeben. So, und jetzt fange ich nochmal an. Bau nach Babylon eine Straße. Was bringt die Straße? Ja, ganz klar. Schnelleres Fortbewegen. Sowie eben auch in diesem Fall plus 1 Zufriedenheit. Durch den Perk hier. Es ist nicht wahr, oder? Barbarenboote überall. Also. Ja. Selbst schuld würde. Sollte ich nochmal sagen. Weil wegen. Ich habe dazu selbst gewählt. Und so. So. Und jetzt diesen Gegner hier in der Nähe. Ich fand nicht. So. Jetzt lasse aber auch mal die Einheiten heilen hier. Die oben. Die haben jetzt erstmal Sendepause. Ein Gegner ist immer noch in der Nähe. Ja, ich weiß es. So, wo könnte ich denn noch was machen? Hier ist im Moment nicht viel, was ich machen könnte. Könnte ich die Schafe kaufen? Ich schau mal, ob ich hier was machen kann. Kauf? Ne, ich kann die nicht kaufen, aber ich kann das kaufen. Oder? Ne, ich kann die nicht kaufen. So, jetzt kaufen wir die. Dann kann ich es da bewirtschaften mit meinen Arbeitern. Und ihr seht, der Koloss ist fast fertig. So, Weideland plus 1 Produktion. Immer eine tolle Sache. So, ach jo, ich sehe gerade, wir haben schon locker eine halbe Stunde aufgenommen. Die zweite Folge. Tja, wenn man im Spielfluss ist. Ich mache jetzt noch bis zur halben Stunde voll. Oh, er hat eine Stadt gebaut. Ja, ich mache noch die Stunde voll. Die Stunde, die halbe. Und? Ja, er beschreitet, Freund, die enge Welt wie ein Kolossus. Und wir kleinen Leute, wir wandeln unter seinen Riesenbeinen und schauen umher nach einem schnöden Grab. William Shakespeare, Julius Caesar, habe ich noch nicht gelesen. Ich habe mit Shakespeare angefangen vor einer Weile. Titus Andronicus auf Englisch. Englisch-Deutsch. So, oh Gott. Scheißendreck. Ja, was mache ich hier oben? Eigentlich nichts mehr, würde ich sagen, weil ich würde mal sagen, ich beende die Folge. Nein,
kein einfacher Krieger. Noch ein Kampfbogenschütz, die sind so gut. So, ich lege noch hier eine Produktion fest. Ein weiteres Arbeiterboot für die Perlen hier. Und ich würde sagen, ich zock noch eine Weile weiter. Und ja, ich denke, ich habe euch das Spiel soweit ganz gut erklärt. Und ja, ich hoffe, das Let's Show hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitere Videos gibt von mir, weitere Let's Play Videos. Wenn noch Fragen bestehen, wenn ich irgendwas vergessen habe, irgendetwas nicht erklärt habe, schreibt es in die Kommentare und ich mache eine weitere Folge, in der ich euch dann eben jenes erkläre, was ich vergessen habe. Also falls euch hier irgendwas aufgefallen ist, was ich noch erläutern sollte, schreibt es ruhig in die Kommentare und ich mache eine weitere Folge, in der ich das Ganze nochmal angehe. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.